Hallo Freunde und willkommen zurück zu StarCraft Remastered. Wir sind dabei, Kohall anzugreifen. Die Nuklearsilos sind zerstört. Also alles gut. Können wir noch einen Kreuzer leisten? Komm, ich mag meine Kreuzer. Des Weiteren bräuchte ich oben sehr gut. Vielleicht trotzdem noch ein bisschen Verteidigung. Könnte ich mal so zwei Panzer kriegen. Vielleicht einfach mal noch ein paar Space Marines. Das sind 10, damit sind es 12. Nicht genug für Speeders. Alles fertig! Also ich muss hier nicht durch, also kann ich das Ding auch komplett zubauen. Da werde ich zwei Panzer hintersetzen. Ihr seid... Ich brauche 8. Schön. Eine Kommsatzstation brauche ich eigentlich hier nicht. Dafür gibt's. Ab die Post auf Befehle! Kommando, jetzt geht's los! Kreuzer einsatzbereit! Dann meine beiden Panzer. Auch da oben hin. Bauen wir mal bitte ein Science Vessel. Nicht genug bis wieder. Ich baue einfach nochmal einen guten Trupp davon. So, ihr beide könnt da noch mithelfen. Ihr drei baut nochmal eine Ressourcen ab. Beziehungsweise ich setze einfach noch einen vierten rein. Also wie ich hier mal noch einen vierten reinsetzen werde. Ich meine, die bauen hier genug ab. Alles gut. Stimpack. Dann will ich das mal haben. Und hier bin ich mittlerweile. Okay, das muss ich noch auf. Basis wird angegriffen. Ja. Gut. Ich mal.
Bunker. Kann man in den leeren Bunker zerlegen, da habe ich kein Problem mit. Ja, ich bräuchte mal bitte 5 von euch. Noch ein Marine, weil mir hier einer verreckt ist, geil. Und mal Sunny. Ort des medizinischen Notfalls angeben. Am besten 2 Sunnies. Na, wo tut's denn weh? Und genau das verändert werden kann. Hat mich jemand angepiept? Forschungsschiff. Ganz schön, ne? Ich bräuchte eigentlich WBFs. Das Problem ist, was ich mir wünschen würde, dass man WBFs einfach mal auf Autoreparatur stellen kann. Das wäre so gut. Könnte ich einfach 2-3 Leute hinterher schicken mit Reparaturbefehl und gut ist. So. Ich muss mal meine Forschung hier weiterschreiben.
Ich schick den einfach eine Flotte Träger dahin und mach die aus. Lassen wir trotzdem mal noch einen Spaceport, einen Raumhafen, so, das war's. Means können nie schaden, Goliath können nie schaden. Aber nicht, ist es ein Upgrade für die Goliath, scheinbar nicht erforschen kann oder es schon erforscht ist automatisch. Das, was den Raketen von denen die höhere Reichweite gibt. Das ist jetzt doof. Einsatzbereit. Ja, Sir. Sofort, Sir. Nicht genug des Pilas. Upgrade fertig. Upgrade fertig. Ah, da kommt schon der Gegner. Ich sehe es genau. Nicht genug des Pilas. Das sind Gegner einfach. Was Schlimmeres in diesem Spiel, ganz ehrlich. Einsatzbereit. Übermittle Befehle. Alle Mannschaften bereit. 6, 7, 8 Kreuze habe ich. Flaggesignal. 9, 10,
passt ja perfekt. Kann's kaum noch erwarten. Los geht's. Wahnsinn. Mal gucken, was wir hier anrichten können. Wahnsinn. Sammeln. Los. Wahnsinn. Kreuzer einsatzbereit. Okay. Wahnsinn. Kreuzer einsatzbereit. Hier ist also die Luft rein, das ist ja schön. Los! Los geht's! Wahnsinn! Jetzt geht's rund! Wahnsinn! Okay, die haben hier vereinzelt Minen vergraben. Wahnsinn! Jetzt geht's rund! Das fuck. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Einsatzbereit. Ghost erstattet Bericht. Elmir zum Dienst. Weiter, Deckung. Elmir zum Dienst. Das war ja nicht sehr höflich, ne? Alles heute. Kanal offen. So. Alle Mannschaften bereit. Alle Mannschaften bereit. Weiter, Deckung. Elmir zum Dienst. Weiter, Deckung. Verstanden. Ruffrequenz laufen. Ganz kaum noch erwarten. Jetzt kommen wir gerade 4. Los geht's. Und wir gehen weiter gucken. Jetzt geht's rund. Oh, wie süß. 17 und 26. Oh, soll ich ballern, Sir? Los geht's. So ein Mist. Aber wir haben zumindest zwei Kreuzer runtergeholt. So, 12 mal 300 sind 3600, ne? Hm. Zu viel Gas haben wir gerade nicht. Empfangesignal. Immer mit der Ruhe. Wenn uns irgendwas versucht abzufangen, ich sag mal mit 12 Kreuzern kommen wir relativ weit durch. Energie. Das war los. Kurs setzen. Alle Mannschaften bereit. Energie. Alle Mannschaften bereit. So, das war jetzt schon ein sehr entschlickter Loop. Energie. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Immer mit der Ruhe. Ruhfrequenz laufen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Verstanden. Bestätigt.
jemand angepiept? Jawohl. Alle Mannschaft ist bereit. Kurs setzen. Beim letzten Mal, das war glaube ich, stimmt, es war alles noch Stufe 2, ne? War nicht so smart. Ja, guck mal mit. Ich hab eine Aufgabe für dich. Da ist die Brücke. Signal. Basis wird angegriffen. Weiter, willkommen. Hauptquartier, empfange Befehle. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ah, der eben die EMP nimmt den auf die Energie. Das ist ja gut, das macht Sinn. Alle Mannschaften bereit. Immer mit der Ruhe. Alle Mannschaften bereit. Ruffrequenzen laufen. Guten Tag, Commander. Guten Tag, Commander. Immer mit der Ruhe. Energie. Verstanden. Ruffrequenz laufen. Ja, ich bin gerade ein bisschen still. Ich merke das selber. Aber es ist halt auch einfach. Alle Mannschaften bereit. Nervig. Empfangesignal. Guten Tag, Commander. Guten Tag, Commander. Energie. Wenn der repariert ist. Oh, mein Panzer hat nicht überlebt. Gut. Überrascht mich jetzt leider wenig, aber. Kurs setzen. Immer mit der Ruhe. Hat mich jemand angepiept? Guten Tag, Commander. Dann war los. Wieder mein klassischer Fehler. Ich hab einfach mit der Gruppe am Autokanon aktiviert. Nein. Upgrade fertig. Upgrade fertig. Upgrade fertig. Upgrade fertig. Sehr schön. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Warte auf Befehl. Warte. Commander? Commander? Wo tut's denn weh? Schon unterwegs. Im Fragesignal. So, theoretisch könnten wir uns hier nochmal eine Echse aufbauen und könnten die hier auch einsperren. Weil die ja gerne auch mit Trägern kommen, demnach ist das Einsperren so eine Sache, ne? Commander! Commander! Ruffrequenz laufen! Ich schlafe
die viel zu hoch als absolut. Wir fragen Signal. Langsam aber sicher kämpfen wir uns hier durch. Alle Mannschaften bereit. So, da kommt jetzt langsam runter. Ich werde also keinen Stress machen. So, du wartest ein bisschen hinten dran, weil... Genau das. Ich hab Zeit. Brauch mich hier nicht hetzen. So, hab das bald mal. Guten Tag, Commander. Sehr schön. Ach, der war eh leer. Aber gut. Das weiß man ja nicht vorher. Alle Mannschaften bereit. Frequenz laufen. Empfangesignal. Guten Tag, Commander. Kurz zu. Alle Mannschaften bereit. Immer mit der Ruhe. Sehr schön. Ort des medizinischen Notfalls angeben. Frequenz laufen. Alle Mannschaften bereit. Wer von euch? Empfangesignal. Hörst du jetzt mal? Alle Mannschaften bereit. So, das ist verrückt. Los. Ich weiß, ich habe einen Kreuzer verloren, aber ganz ehrlich, Kreuzer ist ja wohl... Klar, es ist teuer und es ist doof, wenn ich die verliere, aber... währenddessen kann ich aber auch einfach mal Kreuzer holen. Mal eben zwei WBFs, die hier mal
3 GBS, die ich brauche. Aber passt. Ihre Schreibkräfte werden angegriffen. Guten Tag, Commander. Immer mit der Ruhe. Dann war los. So, jetzt wird es wahrscheinlich nochmal ziemlich haarig. So, ich kann das auf den Augen. Und ich muss das Ding kaputt machen, also. Meine Sensoren melden das Flaggschiff der Liga, die Norad 3, in einer niedrigen Umlaufbahn. Vielleicht will Imperator Mengs sich absetzen. Empfange Übertragung. Hier spricht Imperator Mengs von der Terranischen Liga. Ich wünsche sofort mit ihrem kommandierenden Offizier zu sprechen. Ah, da ist ja endlich der geheimnisvolle Arcturus Mengs. Ich hatte gehofft, noch vor Ende unserer Aktivitäten hier mit Ihnen zu sprechen. Ich bin Admiral Gérard Dugal und Sie haben meine Anerkennung dafür, dass es Ihnen gelungen ist, unseren Vormarsch tatsächlich so lange aufzuhalten. Sie sind wirklich ein würdiger Gegner. Vielen Dank. Allerdings müssen Sie wissen, dass Ihr Sieg hier für mich recht wenig Bedeutung hat. Es hat zwar einige Zeit gedauert, aber ich habe die Konföderation gestürzt. Ich werde auch Ihre Herrschaft stürzen. Das dürfte ziemlich unwahrscheinlich sein, dass Sie zusammen mit Ihren ranghöchsten Offizieren öffentlich hingerichtet werden. Das wagen Sie nicht. Ha! Der Mann, der sich selbst zum Imperator gekrönt hat, will mir etwas über Wagen erzählen? Sie werden Ihrem Ruf schon lange nicht mehr gerecht, Bürger Mengs. Captain, bereiten Sie die Verhaftung des Imperators vor. Diese Pläne müssen Sie etwas aufschieben, meine Herren. Das Kommandoschiff der Rebellen in Hyperion ist gerade in Sensorreichweite gekommen. Es wird von einer kleinen Protoss-Flotte begleitet. Was? Wer sind diese... Jim Rayner? Was zum Teufel machst du hier? Ich hol für dich die Kastanien aus dem Feuer, Arcturus. Jetzt halt den Mund und pass auf. Versteh mich nicht falsch. Wir haben noch ein ganz schönes Hühnchen miteinander zu hopfen. Aber im Moment möchte ein gemeinsamer Freund dich lebendig sehen. Bereite deine Schiffe für einen dimensionalen Rückruf vor. Das darf einfach nicht wahr sein. Sie schlüpfen uns einfach so durch die Finger. Verfolgen! Verfolgen! Och nö. Aber wir haben gewonnen. Das ist doch schön. Läuft. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Der Flug des Imperators. Okay. Hören wir uns in der nächsten Folge an, würde ich vorschlagen. Bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns. Ciao, Freunde.